Hallo und herzlich willkommen auf der Gamescom 2015 hier auf der Twitch-Bühne live. Wir zeigen euch heute und morgen deutschen Content und wir fangen an mit Chris und Ricky, ihres Zeichens Speedrunner. Ja. Speedrunning ist die Kunst, Spiele so schnell wie möglich durchzuspielen. Kann man das so sagen? Ja, genau. Auf jeden Fall. In der Tat. Und ihr habt heute für uns Mario 64 und Ocarina of Time. Welche Run-Kategorien werdet ihr jeweils spielen? Ich werde anfangen mit Super Mario 64 Any Percent, das heißt schnellster Weg, das Spiel durchzuspielen. Und dann er mit Zelda Ocarina of Time, auch das schnellste Weg, das durchzuspielen. Das heißt, Any Percent heißt ihr? Any Percent heißt eigentlich nur Beat the Game. Beat the Game. Gut, ich werde euch nicht weiter aufhalten. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg. Und fangt gerne an. Viel Spaß. Ja, danke. Vielen Dank. Okay. Wollten erstmal uns vorstellen. Ich bin Chrism. Ich mache hauptsächlich Mario Speedruns. Habe jetzt auch angefangen mit anderen Nintendo-Franchises wie Pikmin und Pokémon. Und dann stelle ich auch mal vor. Jo, ich bin Thiefwag. Bin in erster Linie Ocarina of Time Majora's Mask Speedrunner. Hab 2012 mit dem ganzen Spaß angefangen. Jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Mirror's Edge. Und hier werde ich heute dann einfach ein bisschen Ocarina of Time kaputt machen. Ja, genau. Ja. Dadurch, dass unsere Kategorien so kurz sind, werdet ihr wahrscheinlich auch ein paar Glitches sehen. Es gibt auch glitchfreie Kategorien, aber dafür haben wir heute keine Zeit. Okay, can you start the timer? Can you give me a countdown? Production? Okay. Thank you. Alright. Also, Super Mario 64. Es gab da über die Jahre verschiedene Kategorien. Der schnellste Weg, das Spiel durchzuspielen, ohne Glitches, wäre mit 70 Sternen. Aber es gibt ein paar interessante Sachen, die man machen kann, um es mit von 70 Sternen auf 0 zu reduzieren. 0 wird wahrscheinlich heute nicht passieren. Es wird entweder mit einem Stern oder mit 0 passieren. Ja. Fangen wir gleich mal an. Jo. Das Intro-Cutscene kann man nicht überspringen. Ist bei den meisten Spielen so, dass sie ein Intro-Cutscene haben. Und dann muss man hier eigentlich nochmal mit Lakitu sprechen. Aber das habe ich mir auch mal übersprungen. Braucht man nicht. Braucht man nicht, ja. Okay, also Ziel des Spiels ist Bowser in the Sky zu besiegen. Um ihn zu erreichen, müssen wir alle drei Bowser-Level besiegen. Da man leider nicht einfach, man könnte zwar durch die Türen klippen, aber man muss sie tatsächlich öffnen, damit man in die nächsten Areale kommt. Und deswegen ist das Ziel des Spiels hier, so schnell wie möglich die Bowser zu besiegen. Ja, das sah jetzt ein bisschen aus, als hätte ich da gecheatet, aber das Spiel hat kein Limit für Rückwärtsmomentum. Und, hat mich gerade. Ja, das ist lustig. Die Goombas bewegen sich alle random, das war ein bisschen unglücklich. Wenn ich einen Weitsprung mache und dabei zurückhalte und mich irgendwas hochpusht, dann kann ich unendlich viel Speed aufbauen. Und da, wenn man sehr viel Speed hat, kann man auch durch Wände durchklippen. Das ist in den meisten Spielen so. Oh mein Gott! Ja, muss ich nochmal machen. Neben den Glitches, um in die Bowser-Level reinzukommen, muss man natürlich auch ein bisschen gut im Spiel sein und durch die Level durchkommen. Das braucht halt alles ziemlich viel Übung. Also wenn mich Leute fragen, wie lange man braucht, um mit Speedrunning anzufangen, ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Ocarina of Time oder so, also von einer etwas längeren Kategorie spreche, dann antworte ich meistens so, dass man 2 Monate braucht, um hier, sag ich mal, das meiste zu beherrschen. Und von da an fängt dann das Ganze an, das auf Zeit zu optimieren. Dementsprechend braucht es halt auch relativ viel Übung. Also, es ist nicht unnormal, dass man mehrere tausend Stunden in so ein Spiel setzt. Okay. Also, ja, willst du mal erklären, warum wir Speedrun und warum wir nicht nur neue Spiele spielen? Warum spielen wir dasselbe Spiel immer wieder? Das ist, glaube ich, eine sehr häufige Frage. Also für mich persönlich, es ist einfach die Liebe zum Spiel. Es war früher, für mich waren die Zelda-Spiele damals meine Lieblingsspiele, sind es an sich immer noch. Dazu kommt so die Competition. Ich habe sehr viel StarCraft, League of Legends damals gespielt und das Ganze vereint es einfach, dass man sein Lieblingsspiel auf Zeit spielen kann. Sich darin verbessert und... schade. Ja, ich hatte da nicht genug Speed. Muss ich nochmal machen. Das ist der härteste Trick im Spiel. War eigentlich ganz gut, dass ich es erst zum ersten Mal hingekriegt habe, aber leider ein bisschen zu früh aufgegeben, mit dem Speed aufzubauen. Hier in der Treppe kann man stecken bleiben. Ich nutze die Treppe, um meinen Speed aufzubauen. Oh mein Gott. Sehr, sehr, sehr präziser Jump. Und ich muss direkt nach dem Weitsprung zurückhalten. Sehr schön. Es sollte genug Speed sein. Ja. Sehr schön. Okay. Ja, so. Für diese Tür hätte man jetzt eigentlich 30 Sterne gebraucht. Aber ja, wir sind immer noch bei 0. Das hier muss man leider machen. Also das Level, wenn man nicht, es nicht schafft, tatsächlich noch hinter den Trigger für das Level zu kommen. Dann ist man gezwungen, das hier zu machen, damit die Wand sich nach hinten verschiebt und man zu Bowser kommt. Das braucht halt ein paar Minuten, aber ist nicht schön. Okay, ja genau. Jetzt haben wir das zweite Bowser-Level freigeschalten. Und dann müssen wir auch noch direkt vom zweiten zum dritten und dann ist das Spiel vorbei. Sehr, sehr kurze Kategorie. Okay. Später, sagt er. Warum sollte man die Plattform benutzen, wenn man auch außen rum kann? Kann man auch außen rum gehen, oder? Und das war das zweite Bowser-Level schon. Ja, das dritte ist wahrscheinlich das längste, weil wir sehr, sehr viel hoch müssen. Schön. Ich glaube, das war fehlt, ja. Muss ein bisschen früher drücken, weil ich spiele mit einem bisschen Lag auf dem Tipp auch. Aber das wussten wir schon vorher. Kann ich eigentlich nicht beschweren. Okay. Ja, okay. Wenn da viele Zuschauer sind und fragen sich, hey, gibt es auch noch andere Speedruns von anderen Spielen? Wenn ihr interessiert seid in Speedruns, gibt generell 2 bis 3 gute Websites, speedrunslive.com, da könnt ihr viele Channels finden, könnt nach Spielen suchen,
Und speedrun.com, wahrscheinlich noch die bessere Stelle, um nach seinen eigenen Speedruns zu suchen. Da gibt es Leaderboards, könnt ihr die besten Zeiten raussuchen und auch die Channels von den Streamern finden. Fast jeder Speedrunner streamt auch eigentlich auf Twitch. Ja. Okay, nochmal diesen Backwards Long Jump. Allerdings ist er hier, sind die nächsten beiden deutlich leichter als der Backwards Long Jump, den er vorher machen musste. Bei denen hier muss man nur zurückhalten und ganz schnell A drücken. Wenn ihr das selber mal zu Hause versuchen wollt, dieser Trick ist echt einfach. Einfach nur, irgendwann wird's klappen. Man braucht halt das richtige Timing. Mario, komm mal. Oh, come on. Oh, nochmal. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich hier zu drücken. Wir brauchen einen Rhythmus. Come on, Mario. Ah, hallo. Okay, und dann sind wir auch die unendlichen Treppen hoch. So, wieder eine kleine Abkürzung. Spart nicht sonderlich viel Zeit, aber... Ja, spart man so 2 Sekunden. Aber diese kleinen Optimisierungen, sehr wichtig. Hier, warum müssen wir den Knopf drücken, wenn wir auch so hoch können? Schade. Okay. Und noch eine kleine Abkürzung. Und das war's auch schon. So, im Gegensatz zu den anderen Bowsern muss man ihn hier 3-mal gegen die Bomben werfen. Was gerne mal zum Problem wird. Gerade der letzte. Insbesondere für neue Spieler. Aber das lief sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Okay, you can stop the timer when I grab the last star. Time. And what was the time? 10:59. Okay. Ja, meine persönliche Bestleistung in dieser Kategorie wäre 8 Minuten, 19 Sekunden. Ist jetzt viel schief gelaufen, besonders am Anfang. Aber ja. Machen wir mit dir weiter. Gerne. Als nächstes haben wir Zelda, Ocarina of Time, Anypsent, eine etwas längere Kategorie, aber auch sehr ereignisreich. Ja. So. Da uns leider die Sensorbar fehlt, oh, ja. Müssen wir zu anderen Maßnahmen greifen, um die Spiele zu starten. Startet mal wieder nicht. Keine Sorge, es sind keine Cheats im Gang. Die können es nicht sehen. Hä? Die können es nicht sehen. Doch. Ach so. Ah, gut, sehr schön. So. Ja, in der deutschen Speedrun-Community sind wir beiden eigentlich so bekannt als der Zelda-Typ. Oh. Und ich bin der Mario-Typ. Ah, das stimmt wohl. Es gibt nicht so viele deutsche Speedrunner leider. Wir haben eine kleine Gruppe. Ich kenne jetzt vielleicht 10, 15 Zelda und Mario deutsche Speedrunner. Natürlich gibt es auch noch die ganzen PC-Spieler. Von denen kennen wir dann halt doch nicht so viele. Das ist ein anderer Bereich. Okay. Neue
neue Pfeil. Achso, und er spielt in der japanischen Version auf der Wii Ring Text? Das Spiel kann lediglich ein Zeichen pro Frame darstellen. Und da die Japaner weniger Zeichen brauchen, um Text darzustellen, brauchen sie dementsprechend weniger Textboxen und das Ganze spart Zeit. Und das ist nicht wenig. In einem 100% Run läuft das auf über 20 Minuten raus. Nur Text, ja. So, are you ready for time? Like, can you give me a countdown? Thank you. Okay, auch hier, das Intro kann man leider nicht überspringen, aber ist auch nicht sonderlich lang. Ocarina of Time ist eins der 3D-Spiele. Es hat einfach unzählige Glitches. Es gibt, glaube ich, kein 3D-Spiel, das mehr Glitches hat als dieses Spiel. ich werde auch hier ein paar ausnutzen. Ich werde das ein bisschen als Showcase gestalten. Also ich werde ein bisschen zeigen, was man machen kann. Und ich hoffe, dass mir gegen Ende das Spiel nicht abstürzt, was leider passieren kann. Und ich kann das auch nicht komplett kontrollieren. Sollte allerdings nicht passieren. Und ja. Ich glaube, ich habe erst einen Run von Ocarina of Time ganz geschaut. Ich bin echt nicht interessiert an Zelda. Leider. Ich habe es versucht, aber nicht so meine Welt. Aber dafür habe ich ja ihn mit mir. So, von Anfang, wenn man die Pfeil startet, bis zum Zeitpunkt, wo man sich zuerst bewegen kann, dauert das Ganze 2 Minuten 55 Sekunden. Dementsprechend ist noch ein klein wenig Zeit über, bis ich dann endlich anfangen kann. Einige Aktionen, die ich am Anfang machen werde, werden fragwürdig erscheinen. Aber das wird am Ende alles Sinn machen. Also vielleicht nicht, wenn man das erste Mal sieht, aber wenn man sich dann ein bisschen auskennt. Also was jetzt die Objektive? Was beendet das Spiel? Der letzte Schlag auf Ganon. Ganondorf, also letzter Boss. Richtig. Okay. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, sich einfach in die Credits zu warpen. Ja, okay. Aber das dauert ein bisschen länger und Ganon zu besiegen, also das Ganze mehr oder weniger auf normalem Wege zu machen, ist tatsächlich schneller. Gut. Da viele Deutsche hier darunter sind, auch eine kleine Anmerkung. Die europäische Version läuft deutlich langsamer als die amerikanische oder japanische, was an unserem schönen PAL-Format liegt, weshalb in europäischen Versionen 10 Frames fehlen. Ja, generell, wenn ihr irgendwelche Retro-Spiele speedrunnen wollt, europäische Version ist meistens nicht geeignet dafür, weil wegen dem 55 Hertz von früher, die Fernseher konnten kein 60 Hertz in Europa spielen, deswegen haben die Hersteller 50 Hertz Versionen von den Spielen herausgebracht. Und 50 Hertz und 60 Hertz ist halt ein 17% langsamer Unterschied. Und das merkt man dann schon. So, man sieht hier, dass ich anfangs rückwärts laufe. Ah, ja. Das liegt daran, dass man rückwärts, wenn man rückwärts läuft, deutlich schneller ist, als wenn man sich vorwärts bewegt oder rollt. Für diejenigen, die Majora's Mask unter euch gespielt haben und wissen, wie schnell die Hasenohren sind. Das Rückwärtslaufen ist genauso schnell wie die, wie wenn man Hasenohren auf hätte und sich vorwärts bewegt. Also ist das ein deutlicher Unterschied. So, damit habe ich das Schwert. Was ist so deine erwartete Zeit für den Run? Ich hoffe, also mein Ansatz war eigentlich, das in weniger als 30 Minuten durchzukriegen.
weil ich halt auch, wie gesagt, ein bisschen erklären möchte, zeigen möchte, ja. Alles klar, alles klar. Ein paar versteckte Rubine einsammeln. Hopp. So. Aber das Schild brauche ich erstmal nicht. Mein Ziel ist es jetzt erst einmal, das Kokiri-Dorf zu verlassen. Und das werde ich auf einem etwas anderen Weg machen. Ah ja, da ist noch dieser Typ davor, der den Weg blockt. Richtig, der sich erst zur Seite bewegt, wenn man den Deku-Tree tatsächlich geschlagen hat. Habe ich aber nicht. Und dementsprechend, selbst wenn ich... Oh, jetzt geht's los, Leute. Oh, ich hatte einen falschen Winkel. Okay, passiert. Er stellt sich da in die Ecke und benutzt dann die Fähigkeiten im Spiel wie Rückwärtsrolle, Vorwärtsrolle, Seitsprung, um sich perfekt zu positionieren. Und bei diesem Stein kann er dann durch die Wand klippen. Navy ist auch mal nützlich. So, und damit bin ich raus. Wie viel Zeit hat es jetzt gespart? Wenn man da im Vergleich zum normalen Spiel? Wenn du jetzt normal durchspielen würdest, wie viel Zeit hat es jetzt gespart? Wenn du es normal durchspielst, mehrere Stunden. Oh Gott. Ja, okay. So, das hier mache ich jetzt in erster Linie, weil ich Rubine brauche. Denn ich muss ja irgendwie das Schild holen. Aber ich brauche noch einen anderen Gegenstand. Ohne den wäre es langweilig. Okay. Eine kleine, schnellere Art der Fortbewegung. Und hier wartet auch eine Eule auf mich, auf die ich ehrlich gesagt keine Lust habe. Und da ich mich die ganze Zeit bewege, kann sie mich auch nicht ansprechen. Nice. Und damit wäre ich in Kakariko, wo ich die Flasche haben möchte. Ergo, Hühner sammeln. Werdet ihr noch später sehen, warum wir eine Flasche brauchen. Das kann ich aber nicht erklären. Das musst du machen. So. Hier gibt es leider keine Glitches oder ähnliches, um das Ganze zu beschleunigen. Sprich, ich werde mich einfach beeilen. Du sitzt da doof. Es passiert ab und an mal, dass wenn man das Huhn aufsammeln möchte, man einfach in die Tür reingeht. Und dann darf man den ganzen Spaß von vorne machen. Die Hühner laufen immer vor einem weg. Das heißt, man kann im Endeffekt manipulieren, wo sie langlaufen. Und ich werfe sie so, dass sie sich hiervor sammeln. Und ich sie einfach reinwerfen kann. So. Wie gesagt, es gibt keine wirklichen Wege, das Ganze groß abzukürzen. Dementsprechend muss ich alles normal machen. Ich will ja, dass die Hühner vor mir weglaufen, also kann ich das auch ein bisschen beschleunigen mit dem Schwert. Aber ich erinnere mich daran, wenn du die zu viel angreifst, dann greifen die auch zurück. Ja, dann fangen sie an, aggressiv zu werden und das möchte man nicht. Da hört der Spaß dann auf. So, damit habe ich die Flasche.
und auch schon fast alle Gegenstände, die ich brauche, um das Spiel zu beenden. Fast. Da war noch Käfer. Oh ja. Und um schnell wieder zurückzukommen, kann ich speichern und fortsetzen. Das ist übrigens die Nachricht von wegen, man braucht einen Classic-Controller, um das Spiel zu spielen. Das war aber nicht japanisch. Nein, das war nicht japanisch. Das war der verzweifelte Versuch, japanisch darzustellen. So, jetzt noch schnell das Schild holen. Also jetzt mal ganz im Detail. Für was brauchst du das Schwert? Für was brauchst du das Schild? Und für was brauchst du die Flasche? Das Schwert und Schild brauche ich, um an dem netten NPC namens Maido vorbeizukommen, der mich gar nicht erst weiter lässt. Okay. Wenn ich die Sachen nicht habe. Ah, gibt natürlich, der Typ da. Richtig. Es gibt eine Möglichkeit, an ihm vorbeizukommen, indem man Out of Bounds klippt. Das Ganze ist allerdings langsamer, als mit ihm zu sprechen. Im Endeffekt habe ich alle Gegenstände gerade, die man haben sollte an dem Zeitpunkt, aus abgesehen von der Flasche. Und es ist schön, wie eine Flasche. Und der Deku-Stick, die mächtigste Waffe im Spiel. Die mächtigste Waffe im Spiel, so ziemlich. Abgesehen vom Big Orange Sword, ja. Der Deku-Stick ist tatsächlich genauso stark wie das Master Sword. Wenn man weiß, wie. Ja. Nein, es ist von Natur aus. Auch von Natur aus, okay, das wusste ich nicht. Das Ganze kann man auch sehr schön ausnutzen. Gut, auf zum ersten Dungeon. Dreh dich. Danke. Dann wollen wir mal. Viel Glück. So, und damit habe ich alle Gegenstände, die ich brauche. Dadurch, dass ich gerade mein Schwert gezogen habe, habe ich mich für einen Frame in einen Status versetzt, dass ich nicht angesprochen werden kann. Aber so wie ich das sehe, kommt für die Textbox sowieso nicht drum rum. Genau diese Textbox. Die Schleuder brauche ich nicht. Man kann mit der ganz witzige Sachen anstellen. Aber im Allgemeinen brauche ich sie gerade nicht. Wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, könnte ich ja noch ein bisschen was damit zeigen. Gut. Und normalerweise, also ich könnte jetzt einfach von hier auf die Plattform hier oben springen. Will ich aber nicht. Ich nehme einen kleinen, langsameren Weg. Sehr schön. Er tippt jetzt hier nach vorne und zählt die Inputs. Hast du geschafft? Ah ja. Ja. Nice. So. Warum den Dungeon machen, wenn ich auch außen rumschwimmen kann? Das ist ja normal, ne? Das sollte nicht passieren. Oh nein. Das ist nicht weiter schlimm. Ja? Okay.
Das ist nicht weiter schlimm. Das Problem ist, wenn man so viele Sachen skippt im Spiel, ist man halt sehr verwundbar. Und kleine Fehler wie diese können Link halt dann schon umbringen. Oh. Ah, ist ja noch offen, oder? Da, wo du reingesprungen bist. Ja, klar. Ah, ja, ist ja gar kein Link. Gut, dann kann ich doch nochmal den anderen Weg zeigen, wie man hier hochkommt. Hopp. So, damit habe ich einen kleinen Glitch aktiviert, damit ich nicht mehr von Kanten fallen kann. Was mir hilft, den Decky-Stick hier zum Brennen zu bringen. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, da ich da gestorben bin. Oh nein, ich sterbe. Und damit dann zu Goma. Ah, Goma. Also es war alles vorbereitet, bis er da getroffen wurde. Es wäre natürlich sehr schade, wenn ich jetzt wieder sterbe. Das dürfte aber nicht passieren. Ey, der Jinx. Dadurch, dass ich jetzt einen Sprunghieb mit dem Decky-Stick gemacht habe, habe ich einen Wert verändert, einen Schadenswert, den ich gleich ausnutzen kann. Wenn ich keinen Mist baue, klappt das Ganze jetzt auch. So einfach ist das. So einfach ist das. Muss man dafür nicht eigentlich den Bogen nehmen? Man braucht die Schleuder nicht unbedingt für den Kampf. Schleuder. Ist so geplant vom Spiel her. War nur ein Spaß, ist geplant. Alles geplant. Es ist so geplant, dass Goma irgendwann an die Decke klettert. Da kann man sie dann mit der Schleuder abschießen. Oh. Nochmal ein anderer Weg, um hier rüber zu kommen. Ein sogenannter Mega-Side-Hop. So, jetzt geht der Spaß los. Ich hab gesagt, ich schlag das Spiel in 30 Minuten. Ich bin aber irgendwie noch im Decky-Tree. Kann also nicht ganz aufgehen. Aber dafür habe ich eine Flasche. Ja, das erklärst du jetzt mal. Das erkläre ich gleich. Aber vorher speichere ich das Spiel. Oh ja, bitte. Spiel weiß jetzt nicht mehr so ganz, was es machen soll. Und hey! Nice! Jetzt hat er es. Also, mit der Flasche hat er sozusagen dem Spiel gesagt, was passieren soll. Wenn das Spiel nicht mehr wusste, was es machen soll. Nee, nicht ganz. Ich habe den Warp aktiviert. Ja, genau. Indem ich auf die Kante gesprungen bin. Und dadurch, dass ich die Flasche hatte, konnte ich einen Glitch aktivieren, der das Spiel verwirrt und mich die Ocarina spielen lässt, die ich ja gar nicht habe. Ja, hast keine Ocarina. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum hast du sie nicht geholt? In Bossräumen kann man keine Ocarina benutzen. Ah. Die Entwickler wussten schon, warum. Dadurch, dass ich die Ocarina gespielt habe und den Warp gleichzeitig aktiviert habe, konnte ich mich wieder frei bewegen und habe im selben Frame die Tür geöffnet, wie der Warp mich eigentlich nach draußen bringen wollte. Also zwei Ladezonen gleichzeitig aktiviert. Richtig. Und dadurch
durch einen doofen Zufall ist die nächste Loading Zone, die es dann aktivieren möchte, eben die hier im Turm. Von hier aus läuft dann alles relativ normal ab. Sprich, ich muss kurz nach unten. Es gibt hier noch einen kleinen Trick, um das Ganze zu verschnellern, aber das kann ich nicht machen. Also, es ist unglaublich riskant. Ah, ja. Ja, dadurch, dass wir hier nur eine limitierte Zeit haben, sollten wir nicht die riskantesten Strategien machen. Wenn da was schief geht, dann verlieren wir zu viel Zeit. Ja, wenn mir hier jetzt das Schild wegbrennt, dann crasht das Spiel. Oh, okay, das wäre nicht so cool. Das wäre nicht so cool. Deswegen versuche ich es zu vermeiden. Gut. Ich bin hier auf Zelda angewiesen, was bedeutet, ich kann mich so schnell bewegen, wie ich möchte. Wenn Zelda nicht hinterherkommt, dann muss ich warten. So, die Cutscene, vielen Dank. Jetzt kommt hier ein kleiner Kampf. Ich habe jetzt einen kleinen Glitch gemacht, mit dem ich einen Angriff im letzten Frame abbreche und dadurch ist er sozusagen permanent aktiv. Dadurch greife ich in jedem Frame an, was den Kampf hier deutlich erleichtert. Komm her. Vielen Dank. Ein Deku-Stick. Sehr nett. Den brauchen wir auch noch für den Endboss. Wie viel Schaden macht der Endboss mit einem Hit? Drei Herzen. Drei Herzen. Also wenn er... Beziehungsweise... Wenn Thiefmark ja. zweimal getroffen wird, dann ist Game Over. Wird nicht passieren. Das Spiel setzt mich ja dann zum Glück wieder... Er ist nervös. Ja, mir darf das Schild nicht abbrennen und Zelda pusht einen leider. Sie drückt einen nach links und rechts. Und wenn sie es schafft, mich in einen der Steine zu drücken, brennt mein Schild ab und das Spiel weiß nicht mehr, was es tun soll. Und entscheidet sich einfach, gar nichts mehr zu tun. Deswegen bin ich hier lieber vorsichtig. Die fallenden Steine können mir das Schild nicht abbrennen. Nur die, die da liegen. Nee, das machst du jetzt nicht. Lauf. So. Ich warte hier immer, dass sie ein Stück voranläuft, damit sie mich nicht in die Steine drücken kann. Und damit werden wir auch hier raus. Wie gesagt, dieses Spiel hat unglaublich viele Glitches, die man benutzen kann, wenn man das Spiel zum Beispiel mit 100% Vollständigkeit durchspielen möchte. Man kann sich eigentlich jedes Spiel hat immer eine schnellste Kategorie. Einfach nur das Spiel durchspielen, ohne irgendwas Bestimmtes einzusammeln. Und 100% heißt alles. Was bedeutet das in Zelda Ocarina of Time? Das heißt im Endeffekt, dass man das in den Inventarscreen voll macht mit Upgrades, alle Herzen einsammelt, alle Skulltulas, Tempel, Songs. Ja. Alles, was im Inventar. Und dann, wenn man alles hat, Endboss. Richtig. Ja, das ist in den meisten Spielen so. Jetzt nur noch der letzte Kampf. Wenn dann unter Umständen Zeit ist, könnte ich ja nochmal Action Swap zeigen. How much more time do we have left?
Production. Okay. Oh, okay. Ah ja, und es ist auch extrem komisch für uns, wenn wir Speedrun Deutsch zu sprechen, weil so viele Fachwörter in Englisch. Und normalerweise, wenn wir auf unseren eigenen Kanälen streamen, ist auch immer auf Englisch. Das ist eigentlich so was Spezielles, mal Deutsch zu reden. In Deutschland hat sich Speedrunning leider noch nicht wirklich durchgesetzt, beziehungsweise im Allgemeinen in Europa. Und es wäre auch sehr cool zu sehen, wenn sich das Ganze in Deutschland oder im Allgemeinen... Meinst du deutschsprachig? Ja, nein, überhaupt so, ach so, ja. In Europa oder in Deutschland das Ganze ein bisschen populärer werden würde. Ja, wäre sehr toll. So, ich habe kein Schwert mehr. Was bedeutet, Link hat keinen linken Arm mehr? Wie man hier sehr schön sehen kann. Jetzt habe ich das richtige Master Sword. Bisschen klein. Letzter Hit. Kommt doch bald, oder? Ja. Can you get ready for time? Okay, thank you. Dadurch, dass ich immer durch seine Beine durchroll, möchte er mich angreifen. Und das nutze ich dann immer wieder aus, um seinen Schweif zu treffen. Okay, and time. Okay. Oh. Gut. Jo. Sein Ziel war unter 30 Minuten, die Zeit war jetzt 26 Minuten. Ocarina of Time und 26 Minuten. Es geht natürlich noch ein bisschen schneller. Ja, es gibt ein paar Strategien, die ich jetzt hier nicht genutzt habe. Die sind nicht Marathon geeignet. Und dementsprechend bin ich jetzt hier einfach komplett safe gegangen. Nur Strategien benutzt, wo man wirklich sagen kann, okay, das kann man in Marathons machen. Damit funktioniert das Ganze. Und ja. Ja, wollen wir nochmal sagen, ThiefBug auf Twitch streamt hauptsächlich Speedruns. Ocarina of Time. Majora's Mask, hat jetzt auch kürzlich angefangen mit Mirror's Edge, sehr cooler Speedrun, followed ihm, super Typ, ja, generell, wenn ihr euch spezielle Spiele raussuchen wollt, es gibt eigentlich jedes Spiel wird gespeedrun, alle Spiele, die man durchspielen kann, werden auch gespeedrun. Speedrun.com, speedrunslive.com, findet ihr alles. Ja. Hast du noch was zu sagen? Du könntest nochmal selbst für dich Werbung machen. Für mich Werbung machen? Okay. Ich spiele hauptsächlich Speedruns auch. Super Mario 64, Sunshine, Galaxy, die ganze Serie. Und dann so im Nintendo-Franchise, Pikmin, Pokémon Speedruns sind auch sehr interessant. Ja, das ist so mein Zeug. Okay. Das wär's dann. Hoffe, hat euch gefallen. Wir sind für alle Leute, die hier noch rumsitzen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Speedruns habt, wir sind jetzt noch die nächste Stunde da drüben bei Meet and Greet. Könnt Hallo sagen. Würden uns freuen. Jo. Ansonsten war's das jetzt. Okay. We're done. Okay. Bye.